Hallo, ich bin Kalli, der Lego-Bauexperte. Heute möchte ich darüber sprechen, was mache ich eigentlich, wenn ich eine Idee habe und die dann in die Tat umsetzen will. Nehmen wir mal an, meine Idee wäre, ich baue ein Haus. Ganz einfach, damit ich so eine Vorstellung bekomme, wie denn so ein Haus überhaupt aussehen könnte, besorge ich mir meistens erstmal Bilder. Da habe ich hier zum Beispiel mein Handy parat, da gucke ich mal. Da kann man mal schauen, irgendwie kann man so verschiedene Häuser sich mal angucken und da könnt ihr euch dann schon mal Bilder holen, Inspiration, Ideen, was ihr da so machen wollt. Dann wisst ihr schon mal, wie kann es aussehen. Dann überlegt man sich, wie groß will man es machen. Will man es nur so oder will man es richtig groß machen? Dann legt man sich einen Grundriss. Man macht sich einfach mal einen Umriss von dem Haus, das man haben möchte. Dann wird nach oben gebaut mit ganz normalen 2x4 Steinen oder 2x2 Steinen, die ihr alle meistens auch zu Hause habt. Macht nicht den Fehler, sucht nicht immer die gleichen Farben. Es darf gerne auch bunt sein. Dann wird nach oben gebaut und dann guckt ihr, wo ist ein Fenster, wo ist eine Tür. Setzt einfach das um, was ihr seht und versucht, der Sache so nah wie möglich zu kommen. So machen wir als Profis das. Was machen wir denn aber, wenn zum Beispiel gar kein Bild vorhanden ist? Ihr wollt ein Fantasiegebilde bauen, zum Beispiel ein Mischtier, sagen wir mal ein Elefant gemischt mit einem Tiger. Da würde ich mir dann in dem Fall wirklich ein Blatt Papier zur Hand nehmen und einen Stift und würde mal versuchen, mit ganz wenigen Handgriffen mal einen Elefanten zu malen, der vielleicht einen Tigerhintern hat. Dann könnte sowas vielleicht so aussehen. Malt euer eigenes Bild und versucht doch mal, euer Bild in ein Modell zu verwandeln. Vielleicht wird es ja viel, viel besser als meins. Viel Spaß dabei, euer Kalli. Wenn ich ein Spielzeug wäre.